Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur inzwischen dritten Ausgabe des Kulturmagazins. Heute hier, Sie sehen es unverkennbar, im Lindenau-Museum. Wir werden später auch mit dem Direktor des Lindenau-Museums, Herrn Krischke, sprechen. Darauf freue ich mich schon sehr auf dieses Interview. Aber wir haben auch in dieser Ausgabe, wie in den letzten beiden, einen Schauspieler mit im Gepäck, den Sie hier heute näher kennenlernen können. Und das ist Johannes Emmerich. Hallo Johannes. Du hast mir schon verraten, dass du sehr gern vor allem im Park hinterm Lindenau-Museum spazieren gehst. Machst du das öfter, spazieren zu gehen? Ja, tatsächlich mache ich das öfter. Das entspannt mich irgendwie hier. Und seitdem ich umgezogen bin, mache ich das immer am Teich. Und vorher, als ich hier noch in der Fabrikstraße gewohnt habe, war ich tatsächlich hier immer im Park am Lindenau-Museum. Du bist ja inzwischen in deiner dritten Spielzeit hier am Landestheater Altenburg beziehungsweise bei Theater und Philharmonie Thüringen, aber das Schauspiel sitzt ja in Altenburg. Zu sehen bist du natürlich in beiden Städten. Kannst du sagen, was für dich bislang deine Highlight-Produktion war? Meine Highlight-Produktion? Also der Hauptmann von Köpenick war schon auf jeden Fall was Besonderes. Das habe ich einerseits sehr gern gespielt und andererseits war das ja eine besondere Produktion überhaupt, weil das ja so hohe Wellen geschlagen hat. Und ja, vielleicht die. Jetzt bist du in einer neuen Produktion, die am Sonntag Premiere gehabt haben werden wird. Ich gehe von aus, dass unser Magazin erst nach Sonntag veröffentlicht wird. Deswegen also dieser futurale, wie nennt man das? Futurale Vergangenheit. Darüber möchte ich jetzt mit dir noch ein wenig sprechen. Der Revisor ist das Stück, das du derzeit probst. Vielleicht wollen wir uns einfach mal setzen und dann sprechen wir noch mehr über dieses Stück. Gerne. Ja, wie gesagt, der Revisor steht nun als Premiere auf dem Spielplan. In wenigen Tagen ist es soweit, dass das Stück in Altenburg herauskommt und auch schon in einigen Monaten dann nach Gera geht. Du bist 1987 geboren, ich bin Jahrgang 89, wir kommen beide aus Dresden. Aber man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass wir in der DDR sozialisiert wurden und die russischen Klassiker mit der Muttermilch eingesogen haben, wie vielleicht noch andere Generationen vor uns. Insofern, Hand aufs Herz, kanntest du den Revisor schon vorher? Mir ist er schon mal begegnet an der Schauspielschule. Da hat ein Jahrgang, ich glaube ein Jahrgang unter mir war das, ein Szenenstudium gehabt mit dem Revisor und mir ist da noch einiges in Erinnerung, aber das komplette Stück habe ich tatsächlich nicht gekannt und es war insofern ein neues Stück für mich. Was findest du witzig an dieser Komödie? Gute Frage, aber es geht ja im Prinzip darum, dass das Beamtentum entlarvt wird und die Anlage ist ja so, dass das ja, dass eine zeitlose Angelegenheit ist. Das ist früher nicht anders als heute vielleicht. Zumindest kann man darüber nachdenken, inwiefern das heute genauso ist. Und dadurch entstehen ganz absurde Situationen mit dem Polizeimeister und dem Kreisrichter und die verhalten sich halt privat vielleicht ganz anders, als sie das in der Öffentlichkeit tun und das kann schon sehr witzig sein. Der Revisor ist eine Verwechslungskomödie von Gogol. Es geht darum, dass, du hast es schon angedeutet, die Beamten aufs Korn genommen werden. Ein Revisor wird angekündigt, der die Geschäfte überprüfen soll und man hält fälschlicherweise Klesterkow als diesen Revisor, der inkognito unterwegs ist. Und du spielst Klesterkows Diener Ossip. Eine kleine Rolle, die aber durchaus sehr viel komisches Potenzial birgt. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Szene, gleich dein erster Auftritt, dein erster kleiner Monolog, wo du dich auf dem Bett wälzt, vor Hunger geplagt. Liegen dir solche komödiantischen Rollen, die auch viel mit körperlichem Spiel zu tun haben, vielleicht auch so ein bisschen Übertreibung im körperlichen Spiel? Machst du das gern? Ich mache das schon gern. Was soll ich sagen? Jede Rolle, die man bekommt, versucht man halt so gut wie möglich sich zu eigen zu machen und was im Idealfall was Besonderes draus zu machen. Und ob das jetzt komödiantisch ist oder etwas anderes, das ist mir eigentlich relativ gleich. Aber ich habe viel Resonanz bekommen, dass das mit dem Komödiantischen mir vielleicht steht. Und ich werde jedenfalls sehr oft dafür
hergenommen. Ja, du warst ja auch in der letzten Komödie von Manuel Cresin, Der eingebildete Kranke, auch mitbesetzt. Da hattest du auch eine sehr komödiantische Rolle in dieser Komödie, die aber eben auch eine Komödie war. Wie ist es denn für dich, mit Manuel Cresin zu arbeiten? Es macht mir tatsächlich wirklich Spaß. Es ist jetzt wieder so, im Interview sagt man, das macht mir alles Freude und so, aber es ist tatsächlich so, dass mir es Spaß macht. Es ist ganz leicht, man versteht sich auf der komödiantischen Ebene tatsächlich gut, glaube ich. Viel mehr kann ich gar nicht sagen. Manchmal ist es ja auch gut, nicht über Komik zu sprechen, sondern sie zu sehen. Und dafür haben wir eine kleine Matz vorbereitet, in der Sie auch schon einmal die ersten Eindrücke gewinnen können, worum es im Revisor geht. Viel Spaß dabei. Gehorsamster Diener. Ganz ergebenster. Bitte um Verzeihung. Oh, bitte. Es ist ja meine Schuldigkeit als ja oberster Beamter dieser Saale. Ganz sortiert. Oh, da hoch. Weißt du? Ja, oder können wir es ein bisschen sortieren? Du klopfst. Noch probt man an diesem Tag nicht im Kostüm, dafür aber in der Kulisse des Revisors. Wieder und wieder geht Schauspieldirektor Manuel Cresin mit seinen Kollegen die Szenen durch. In dem Stück des Russen Nikolai Gogol geht es um Korruption, Verschwendung und um eine amüsante Verwechslung. Für das Bühnenbild zeichnet Christopher Kampf verantwortlich, der vor allem mit seiner Ausstattung direkt in die Geschichte führen möchte. Das Bühnenbild ist im Prinzip ein sprechendes Bühnenbild, würde ich sagen. Von der Grundidee war das Ganze mal ein Holzverschlag, ein Bretterschuppen. Und dieser Polizeimeister, der hier wohnt, der hat sich den buchstäblich vergolden lassen über Korruption, über Bestechungsgelder und so weiter. Man sieht aber noch, dass es eigentlich so ein ganz roher Bretterbau ist. Und jetzt kommt eben der Revisor und der Polizeimeister merkt, oh, dieses Gold und der ganze Prunk kommt vielleicht nicht so gut an, wenn das so offen liegt, und versucht es dann zu vertuschen. Hat einen Eimer mit der Farbe in der Hand und beginnt dann, dieses Gold zu übertünchen. Also es ist wirklich sehr, sehr sprechend, das Bühnenbild. Kampfs Bühnenbild bietet den Rahmen, in welchem Regisseur Manuel Cresin die Geschichte packt, die, obwohl 1836 erstmals aufgeführt, in Zeiten dubioser Parteispenden, Cum-Ex-Affären oder Verschwendung von Fördermitteln an Aktualität nichts verloren hat. Die Bühne in Altenburg stellte für Christopher Kampf eine Herausforderung dar. Das stimmt. Das Bühnenbild, also ich muss viel mit Kompromissen arbeiten. Jetzt hier zum Beispiel in Altenburg, das Theater ist wunderschön, aber hier links und rechts diese Säulen und die Balkone, die sind natürlich schon für das Bühnenbild eine Einschränkung. Ich kann also keinen Raum bauen, der nach vorne hin hoch geht. Ich bin in der Höhe, also vorne, auf 2,5 Meter beschränkt. Dann hat man dieses wirklich sehr, sehr schöne Portal hier vorne, dieses Schmuckportal, aber das ist immer automatisch Teil der Optik. Das muss man mitdenken hier in Altenburg. Ab dem 27. Januar kann man den Revisor am Landestheater Altenburg sehen. Vielleicht entdeckt man mit den vergoldeten Wänden so manche Parallele im Heute. Lass uns noch mal ein wenig über dich persönlich sprechen, denn du hast ja eine sehr ungewöhnliche Karriere gemacht, insofern, dass du zuerst den Beruf des Musikalienhändlers gelernt hast und auch einige Zeit darin gearbeitet hast, um dich dann zu entscheiden, Schauspiel zu studieren und jetzt erfolgreich in deiner dritten Spielzeit auch Schauspieler zu sein. Wie kam es dazu? Es ging mir so, dass ich nach dem Abi erstmal nicht wusste, was ich machen will. Das geht ja anderen auch so, aber bei mir war es auch so. Und eigentlich war mein Wunsch, Schlagzeug zu studieren. Und das hatte ich schon eine Weile mit mir rumgetragen. Ich habe mich dann aber irgendwie nicht an die Aufnahmeprüfung getraut. Beziehungsweise habe ich auch gemerkt, die wollten halt so viel Jazz. Und das war nicht ganz meins. Und ich wollte aber bei der Musik bleiben. Deswegen habe ich das mit dem Musikalienhändler angefangen. Und das war auch eine schöne Zeit. Und ich habe da in einer Firma gearbeitet, die Noten verkauft hat, übers Internet vor allem. Aber in der Zeit habe ich dann, ja, ich habe mal einen Schauspielworkshop gemacht. Und da habe ich dann schon langsam gemerkt, dass
irgendwie ruft mich das und der Wunsch wurde dann immer stärker und der Entschluss wurde dann irgendwann gefasst, dass ich dann vorsprechen gehe an den Schauspielschulen und ich bin jetzt glücklich, dass ich jetzt tatsächlich hier bin und mich als professionellen Schauspieler betrachten kann. Du hast an der Theaterakademie Vorpommern studiert und das war auch ein besonderes Studium, weil ihr dort auch zusammengearbeitet habt mit Bühnen in Anklam, glaube ich, war es, und auch schon sehr viel ab dem zweiten Jahr gespielt habt, richtig? Das ist richtig. Tatsächlich sogar schon im ersten Jahr, da wurden wir schon in ein Märchen reingeworfen und das ist tatsächlich ein Vorteil in dieser Schule gewesen, dass man sofort mit der Praxis konfrontiert wird. Das gibt es nicht überall und insofern war das auch tatsächlich was Gutes für mich. Ihr habt ja auch viel Sommertheater gemacht und Open Air, wo man, glaube ich, auch nochmal einen ganz anderen Kontakt zum Zuschauer hat. Hat dich das irgendwie auch, hat dich das bestärkt, so zu sehen, wie das Publikum reagiert bei den Stücken? Oder wie war das für dich, diese Open Air-Geschichten? Naja, es war eine spezielle Sache, die man nicht so direkt mit wirklichem klassischem Theater vergleichen kann. Das ist eher so ein, sagen wir mal, eine Art Sommerspektakel, ne? Mit viel Tanz und Musik und ja, in Musical-Richtung mäßig so. Und das Publikum sind halt die Touristen, die halt dann im Sommer auf Usedom Urlaub machen. Und insofern ist das irgendwie was anderes. Aber trotzdem steht man auf der Bühne und muss da sein und das alles machen. Und insofern war es gut. Ja. Ich weiß noch ziemlich genau, wie dein Vorsprechen verlief. Ich weiß, wir waren in der Probebühne Seckendorf. Ich kann nicht mehr genau sagen, was du für Monologe vorgetragen hast. Ich glaube, sie waren beide relativ depressiv. Aber das weiß ich nicht mehr. Was ich aber noch weiß, ist, du hast dich ans Klavier gesetzt und hast Wenn ein Schwan stirbt gesungen. Das war für mich schon irgendwie eindrücklich, weil ich fand es wirklich sehr toll, wie du das gemacht hast und auch wie du da Menschen, die dir total fremd waren, da so dein Herz geöffnet hast, weil du sehr mit Herzblut gesungen hast. Nun hast du einen Liederabend für das Altenburger Publikum vorbereitet, für manche schönsten Tag des Jahres, nämlich am 14. Februar, am Valentinstag. Wird auch dieses Lied zu sehen sein? Ja, wird dabei sein. Ich freue mich auch drauf. Das Lied hat mich tatsächlich schon eine ganze Weile begleitet, weil ich habe das auch als bei den Abschlussprüfungen an der Schauspielschule gemacht und dann auch für die Vorsprechen am Theater hergenommen. Und ja, das wird dabei sein. Und der Liederabend wird eine ganz eigene Angelegenheit, hoffe ich. Also es hat gar nichts mit Schauspiel zu tun, sondern es ist einfach ein Liederabend, der meiner Hoffnung nach ganz ungekünstelt und pur wird, sodass man einfach Lieder singt und die Leute zuhören, wenn sie möchten. Ne? Lauter leise Lieder heißt dieser Abend, den du gestaltest, zusammen mit Olaf Kröger und auch Nelundi Tschudi und Alexandra Sagurna werden mit auftreten, wie gesagt am Valentinstag, den 14. Februar im Heizhaus. Es sind, wenn man sich das Programm anschaut, fast alles sogenannte Ostrock-Lieder oder Rock würde ich mal sagen, ist es vielleicht gar nicht unbedingt. Es gibt auch ganz viele Liedermacher aus dem ehemaligen DDR, die du in deinem Programm aufgenommen hast. Hast du ein bestimmtes Faible für diese Musik? Es ist so, ich habe das über meinen Vater im Prinzip aufgenommen. Wir waren mindestens einmal im Jahr zum Pudis-Konzert, als ich klein war, und auch bei Urlaubsreisen lief im Auto immer Karat oder Holger Biege oder Pudis, und insofern bin ich im Prinzip damit aufgewachsen und ja, irgendwie ist das ein Teil von mir und deswegen ist das ja was Besonderes für mich, auch der Abend. Versuchst du bei diesen Liedern, wenn du jetzt gesagt hast, auch das wird ein sehr purer Abend, also es werden nicht zwingend die ganzen Bands musikalisch zu hören sein, was es da für Instrumentierung gibt im Original, versuchst du dann eigenen Zugang zu bekommen? Ist alles
mit Akustikgitarre, habt ihr auch Klavier dabei. Wie kann man sich das musikalisch vorstellen? Naja, es sind schon eigene Interpretationen. Also ich möchte, wir machen keine Kopien von irgendwelchen Sachen, weil das kann man sich ja im Internet oder sonst wo anhören, sondern wir machen, oder ich mache vor allem, eigene Interpretationen, einen eigenen Zugang. Vielleicht sieht man ein Lied dann doch nochmal anders oder vielleicht kann man da nochmal was anderes damit anfangen, in einer anderen Sicht. Und das interessiert mich, ja. Auch man merkt ja, wenn man auf der Bühne steht, was das mit dem Publikum macht, welche Frequenzen mehr oder weniger zurückkommen. Und ich bin ganz gespannt, was das wird, ja. Ich bin gespannt, was du jetzt uns mitbringst, weil ich weiß, du hast die Gitarre mit. Johannes, magst du uns ein Liedchen zum Besten geben oder ein Teil eines Liedes, das vielleicht auch bei lauter leise Lieder zu hören ist? Dann lass uns mal die Gitarre holen. Fahren zwei durch alle Meere, fahren zwei in einem Boot. Der eine kennt die Sterne, der andere misst das Lot. Sind nicht zu trennen, bleiben vereint, auch wenn Nacht heranzieht und Morgen erscheint. Sie finden zueinander auf Lebenszeit. Steigen zwei auf hohe Berge, steigen zwei zum Himmel nicht. Der eine blickt die Welt an, der andere sieht das Licht. Doch liegt die Erde flach auf der Hand, sind sie den Wolken nah und verwandt und halten zueinander auf Lebenszeit. Wir haben es angekündigt, jetzt spreche ich mit dem Museumsdirektor Dr. Krischke. Herr Krischke, Sie sind ähnlich wie Johannes Emmerich seit 2016 in Altenburg und haben in dieser kurzen Zeit schon einiges zu Wege gebracht. Das Allerwichtigste, der Umbau wurde jetzt finanziert und kann ab nächstem Jahr starten. Der Marstall soll mit zum Lindenau-Museum dazugenommen werden. Herzlichen Glückwunsch dafür. Steht ab jetzt das Jahr 2019 auch schon ganz im Zeichen des Umbaus? Ja, natürlich steht insofern im Zeichen des Umbaus. Das stand auch schon das Jahr 2018, dass wir natürlich so etwas vorbereiten müssen. Aber für den Besucher wird sich das überhaupt nicht niederschlagen, weil wir ein ganz normales Ausstellungsprogramm haben dieses Jahr mit vielen schönen Ausstellungen, Veranstaltungen, Museumsnacht, Kindermuseumsnacht, internationaler Museumstag etc. Also die Zuschauer bekommen erst 2020 etwas von den Umbauten mit. Sie müssen aber parallel beides stemmen. Zum einen die Vorbereitung des Umbaus und zum anderen den noch ganz normalen Museumsalltag, der, wie Sie schon benannt haben, so einige Highlights dieses Jahr noch mit zu bieten hat. Jetzt haben wir Ende Januar 2019, der Jahresabschluss ist gemacht. Wie schauen Sie denn auf das Jahr 2018 zurück? Was war da für Sie ein besonderes Highlight oder eine besondere Sache, die Sie erreicht haben, auf die Sie besonders stolz sind, die Sie 2018 geschafft haben? Besonders stolz ist eigentlich ein Wort, was ich nicht so im Munde führe. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit, die wir hier im Museum haben. Es ist ja für mich noch nicht Alltag nach 2 Jahren. Nur gemeinsam haben wir natürlich auch das Millionenwunder geschafft, die 48 Millionen. Aber es gibt natürlich eine ganze Vielzahl auch von herausragend schönen Ereignissen bei den Ausstellungen und Veranstaltungen. Die Kindermuseumsnacht, die eingeschlagen ist wie ein Funkenregen in Altenburg mit 1600 Besuchern im März vor einem Jahr. Und auch die Ausstellung zu Gerhard Kurt Müller, die besonders war, weil wir einen Vertreter der Leipziger Schule, einen noch lebenden Vertreter mit 92 Jahren hier ausstellen konnten mit seinem fast vergessenen Werk, das dadurch aber auch wieder ins Gespräch gekommen ist, nicht nur bei uns, sondern auch in Leipzig, in Thüringen und in Sachsen.
Zum Jahresabschluss 2018 gab es vom Lindenau Museum auch eine Pressekonferenz. Und was dort noch alles geschehen ist, das sehen Sie jetzt. Pressetermin im Lindenau Museum. 2018 war ein bewegtes Jahr für das Altenburger Kunsthaus. Landrat Uwe Melzer und Museumschef Dr. Roland Krischke fassten zusammen. Die Bewerbung des Landkreises Altenburger Land um Teilnahme am Trafo-Modell stand am Beginn des Termins. Ja, das Trafo-Projekt ist initiiert von der Kulturstiftung des Bundes, einer Bundesstiftung, die sich auch um die Regionen bemüht. Es geht darum, den ländlichen Raum zu stärken und dort, dass die Kultureinrichtungen, die öffentlich gefördert werden, hinausschwärmen in den ländlichen Raum und gemeinsam mit Vereinen, mit den Orten Projekte entwickeln in der Kultur, aber auch in der Diskussion, um gemeinsam so Projekte zum Leben zu erwecken, die dann aber auch eine Nachhaltigkeit haben. Wir befinden uns in der Entwicklungsphase. Wir haben in diesem ersten Jahr 40.000 Euro bekommen, um diese Projekte in Gang zu setzen. Ein erstes großes Projekt wird in Ponitz sein, wo wir ein beispielhaftes Projekt mit dem Renaissance-Schloss durchführen, mit Diskussionen, mit Musik, mit unter dem Thema Grenze. Und mit diesem Projekt, das wir dann auch dokumentieren, medial, bewerben wir uns im Sommer bei der Kulturstiftung des Bundes und hoffen, dass wir den Zuschlag kriegen. Dann wird es so sein, dass wir von 2020 bis 2022 bis zu 1,25 Millionen Euro im Altenburger Land haben, um Ideen zu entwickeln. Fast symbolisch für ein gutes Jahr 2018 könnte man die Rückkehr der Muse mit ihren Giebelfiguren auf das Dach des Hauses nennen. Nach notwendigen Sanierungsarbeiten beschützt sie nun wieder die Schätze. 2018 gab es ein abwechslungsreiches Programm mit 7 Sonderausstellungen. So widmeten sich beispielsweise die Berliner Blätter aus der Sammlung Volker Sachses den grafischen Künstlern der Weimarer Republik. Eine kleine, aber feine Präsentation. In der Reihe Altenburg im Dialog begegneten sich die Künstler Rolf Schimanski mit Gerhard Altenburg. Ein echter Dialog, der vor allem bei Künstlern auf Begeisterung stieß. Die Schau Das Runde und das Eckige, Fußball in der Kunst, vermittelte eine spektakuläre Begegnung zwischen Kunst und Sport, pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Dem letzten noch lebenden Maler der alten Leipziger Schule, Gerhard Kurt Müller, widmete das Altenburger Kunsthaus eine retrospektive Personalausstellung. Ein großer Publikumserfolg. Die Welt von gestern, Malerei und Grafik des 19. Jahrhunderts, zeigte seltene Schätze aus dem Depot des Lindenau Museums. Ein Blick in die Schatzkammer des Hauses, wo noch vieles verborgen gehütet wird. Auch für 2019 erwartet die Besucher ein reich bestücktes Ausstellungsprogramm. Altenburg TV wird darüber wieder berichten. Last but not least. Von entscheidender Bedeutung für das Lindenau Museum war aber die Förderzusage von Bund und Land für die Sanierung und Erweiterung des Hauses. 48 Millionen werden zur Verfügung stehen. Ab Januar 2020 soll es losgehen. Der Stand ist der, dass die Architekten schon arbeiten, die Architekten, die für das Lindenau Museum planen. Da haben wir schon morgen erste Gespräche. Und wir suchen jetzt gerade die Ausstellungsgestalter, die also dann die Innenraumgestaltung machen werden. Und gibt es natürlich trotzdem noch viele Fragen. Es gibt zum Beispiel die Frage, wo wird das Interim sein, wenn wir ausziehen? Wie wird mit dem Marstallverfahren? Bleibt der im Besitz der Stadt? Geht er zum Landkreis über? Das wird geklärt, wenn der wichtigste Partner mit an den Tisch kommt, der Bund, der ja nun auch viele Fördermittel gibt. Dann sprechen Bund, Freistaat Thüringen, der Landkreis Altenburger Land und die Stadt Altenburg und der Zuwendungsempfänger, das Lindenau Museum, miteinander und machen die konkreten Planungen. Das Lindenau Museum Altenburg gehört nicht umsonst zu den 4 Leuchttürmen im Freistaat Thüringen. Neben Eisenach, Gotha, Weimar hat Altenburg durchaus einen gleichberechtigten Platz. 2019 ist das Jahr des Bauhaus und das hat natürlich auch das Lindenau Museum nicht ignoriert. Im Februar startet dazu eine Ausstellung. Können Sie die kurz beschreiben, was uns da erwartet? Ja, das Lindenau Museum ist das wichtigste Kunstmuseum Thüringens, kann deshalb natürlich auch beim Bauhaus nichts verstecken. Wir besitzen schon seit 70 Jahren die
4 Bauhaus-Mappen, neue europäische Grafik, eines der ganz wichtigen international angelegten Kunstwerke des Bauhauses. Man hat also Gropius, der Chef des Bauhauses, und sein Leiter der grafischen Werkstätten, Feininger, haben Künstler in ganz Europa gefragt, ob sie denn nicht eine Grafik ans Bauhaus liefern können, um daraus dann insgesamt 5 Mappen zu bilden. Eine ist nicht zustande gekommen davon, aber die 4, die es gibt, sind alle bei uns im Hause zu sehen, und sie werden in Gänze dann ab dem 24. Februar auch bei uns im Museum zu sehen sein, ergänzt noch um weitere Kunstwerke von Bauhauskünstlern. Jetzt sprechen Sie von Grafik. Das Bauhaus hat ja verschiedene Formen der Künste hervorgerufen, eben die grafischen Dinge, die Malereien, aber auch architektonische Sachen. Wenn Sie jetzt sagen, diese Grafikmappen werden ergänzt durch andere Kunstwerke, sind die auch dann im Genre der Grafik verhaftet? Ja, genau. Also bei uns wird Grafik gezeigt, und das Ganze wird noch ergänzt um ein fulminantes Rahmenprogramm, einerseits vom Studio Bildende Kunst, aber auch von der Kunstvermittlung des Hauses, die sich auch diesmal bis in den Ausstellungsraum hineinbegeben wird, wobei diese zentralen Farben des Bauhauses, Rot, Gelb, Blau, und die Formen Quadrat, ja, Kreis, Dreieck, auch auf geheimnisvolle Weise sich durch die Ausstellung ziehen. Das wollte ich gerade nämlich auch fragen. Das fand ich bei Ihrer letzten Sonderausstellung Revolutionäre Kraft, Kunst und Revolution von 1918 bis 1968 einen wirklich großen, starken Punkt, dass Sie ein sehr vielseitiges Sonderprogramm zur Ausstellung geboten haben, nicht nur im Lindenau-Museum mit verschiedenen Diskussionsforen und Vorträgen, sondern zum Beispiel auch mit so ganz niedrigschwelligen Angeboten wie ein Filmabend im Paul-Gustavus-Haus. Haben Sie das für die Bauhaus-Ausstellung also auch vor, auch außerhalb des Lindenau-Museums? Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ein Film immer ein niedrigschwelliges Angebot ist. Es hängt ja auch vom Film ab. Aber es ist schön. Also wir arbeiten natürlich gern mit anderen zusammen, gehen auch diesmal außer Haus, und manchmal bewegen wir uns da gar nicht so weit weg, weil es auch einen Bauhaus-Container geben wird, der zeitweise hier vor der Tür steht. Also gerade das Programm des Studios Bildende Kunst geht auch hinaus. Ob ein Film zeigen, da muss ich jetzt gerade mal überlegen, das Programm ist so reichhaltig. Ich glaube, ein Film ist auch mit dabei. Also es lohnt sich wirklich. Wir sind gerade dabei, das Programm zu drucken, ist in Kürze dann auch bei uns zu bekommen. Es gibt eine große Auflage des Programms. Schauen Sie rein, es ist viel geboten. Wunderbar. Das ist also auf jeden Fall ein Highlight für Sie persönlich im Februar im Programm des Lindenau-Museums, diese Ausstellungseröffnung. Wir haben aber gesehen, es gibt unglaublich viel, was Sie im Februar anbieten. Lesungen, Vorträge, Soireen in Zusammenarbeit mit dem Theater, mit der Oper Ödip. Können Sie vielleicht noch ein Highlight für sich persönlich benennen, was den Februar angeht, eine Veranstaltung, auf die Sie sich neben der Bauhaus-Ausstellungseröffnung auch noch freuen? Ja, das ist die Eröffnung der Ausstellung Die rätselhafte Sphinx, eine Ausstellung, die erarbeitet wird von unserer wissenschaftlichen Volontärin Frau Kubale, also für Archäologie zuständig, gemeinsam mit der Keramikrestauratorin. Das ist schön, weil wir uns damit auch mal wieder der Antike zuwenden. Das machen wir immer wieder mal, aber jetzt auch gerade mit einem Thema, das dann direkt verknüpft ist mit dem Theater, mit dem wir am liebsten zusammenarbeiten, dem Landestheater Altenburg, das eine Oper eines rumänischen Komponisten aufführt, Ödip. Und in diesem Zusammenhang haben wir das Thema erweitert, die Sphinx eigentlich von der Antike bis zur Gegenwart. Sie ist noch rätselhaft, die Ausstellung wird sie enträtseln. Eine persönliche Bitte habe ich. Ich würde gern einmal mit Ihnen durch das Museum gehen und wissen wollen, was ist denn Ihr persönliches liebstes Exponat in Ihrem Museum? Oder vielleicht das Exponat, wo Sie sagen, Sie sind besonders stolz, sind Sie ja nicht, aber besonders froh darüber, dass das Lindenau-Museum dieses Exponat besitzt. Das würde ich Sie bitten, dass wir uns das anschauen und Sie mir das zeigen. Und nun bin ich gespannt, Sie haben mich hingeführt zu Ihrem liebsten Exponat, das Sie heute präsentieren möchten. Worum handelt es sich und warum haben Sie das jetzt ausgewählt? Es war überraschend schnell unser Weg nach Italien. Schon sind wir da und schwitzen. Wir stehen vor Fra Angelico, die Feuerprobe des heiligen Franziskus vor dem Sultan. Es ist ein ganz aktuelles Bild, denn es ist die Szene, die dargestellt wird, hat sich tatsächlich so abgespielt. Das ist historisch, dass der heilige Franz von Assisi im Jahre 1219 während eines Kreuzzuges im Heiligen Land war
und dort mit dem Sultan zusammengetroffen ist und versucht hat, ihn vom Christentum zu überzeugen. Das ist zwar nicht gelungen, aber es war und gilt auch als eigentlich erste friedliche Begegnung zwischen Orient und Okzident. Und das ist eben jetzt genau 800 Jahre her. Und es ist ganz spannend auch zu sehen, dass zum Beispiel Goethes Westöstlicher Divan genau vor 200 Jahren erschienen ist. Also es gibt offenbar auch positive Begegnungen zwischen der Welt des Morgenlandes, wie es so poetisch heißt, so des Abendlandes. Und gerade in unseren Zeiten lohnt es sich, denke ich, dann dieses Bild anzusehen und zu verstehen, es geht auch anders. Also ein sehr schönes Bild, was auch die Konflikte unserer heutigen Gesellschaft widerspiegelt und eben dafür wirbt, ja, dass es anders mal, also früher anders geht. Das vergessen wir ganz oft, dass wir viele friedliche Mittel ja auch schon in früheren Zeiten hatten, die temporär funktioniert haben, bis dann wieder ein Krieg kam oder ein Kreuzzug und dergleichen. Schön, ja. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für das Interview und freue mich auf die ganzen Veranstaltungen, die wir zum einen gemeinsam im Februar haben, aber auch die ansonsten im Lindenau-Museum uns erwarten im Februar, und wünsche ganz, ganz viel Erfolg. In den letzten Zügen werden Sie wahrscheinlich sein für diese beiden Ausstellungseröffnungen. Dafür noch alles Gute, und wir sind gespannt, welche Ausstellungen im Februar eröffnen und wie die beim Publikum ankommen. Vielen Dank. Ich habe dich eingeladen. Wir kommen zu dem Veranstaltungskalender Februar in Altenburg. Wir haben wieder die Veranstaltung für Sie im Februar zusammengetragen. Moses ist mit uns, und auch Johannes Emmerich wird mich unterstützen, Ihnen die Kulturhighlights im Februar zu präsentieren. Und da beginnt es gleich am 1. Februar. Wir haben schon darüber gesprochen. Der Revisor läuft am Landestheater Altenburg, und er läuft im Februar ganze dreimal. Am 1. Februar, am Samstag, den 9. Februar und am Samstag, den 16. Februar, jeweils 19.30 Uhr im Großen Haus in Altenburg. Aufgepasst für alle Sparfüchse, am 16. Februar ist Theaterjoker mit 16 Euro auf jedem Platz. Ja, und am 1. Februar, 18.30 Uhr, gibt es im Lindenau-Museum eine Lesung mit Bernhard Stengele. Da geht es um den anderen Lindenau aus seinen Briefen und Tagebüchern. Ebenfalls am 1. Februar, 14 Uhr, lädt das Residenzschloss Altenburg ein zu den Medien- und Drucktagen für jedermann. Diesmal ist der Tag unterschrieben mit Für Alleswisser, digital entwerfen, analog drucken, kreative Station der Mediengeschichte nachvollziehen. Das also ebenfalls am 1. Februar, 14 Uhr im Residenzschloss. Am 2. Februar lädt erneut das Theater ein. Diesmal kommt im Heizhaus Herr Kolpert, und zwar zum letzten Mal. Herr Kolpert, hast du auch gesehen? Johannes, eins der wenigen Stücke, die du nicht mitspielst. Ja. Wie hat dir der Kriminalroman oder die Kriminalgeschichte um die Leiche gefallen? Sehr gut. Ich habe die Premiere gesehen in Gera, und ich habe mich keine Sekunde gelangweilt und auch sehr viel gelacht. Und ich finde, die Kollegen spielen das ganz toll. Wenn Sie also noch nicht Herr Kolpert gesehen haben, am 2. Februar die letzte Chance dafür. Am 3. Februar, was ist da los, Johannes? Am 3. Februar gibt es das unglaubliche traditionelle Faschingskonzert. 14.30 Uhr und 18 Uhr unter dem Titel Der Nächste bitte. Am 7. Februar um 14.30 Uhr gibt es das letzte Mal die Entführung aus dem Serail zu sehen am Landestheater Altenburg. Das Singspiel von Mozart können Sie also an diesem Tag ein letztes Mal sehen. Und am selben Tag gibt es das Konzert Original Hoch- und Deutschmeister. Da lädt die Brüderkirche ein, und das Ganze wird stattfinden unter der Leitung von Kapellmeister Nowotny. 18 Uhr Bruderkirche, 14.30 Uhr die Entführung aus dem Serail. Das ist der 7. Februar. Ebenfalls am 7. Februar, es ist die Qual der Wahl, ist auch hier im Lindenau-Museum um 18.30 Uhr eine Veranstaltung. Und zwar die Ausstellungseröffnung zur Kabinettausstellung Die rätselhafte Sphinx im Rahmen der Oper Ödip. Das also ebenfalls am 7. Februar hier im Lindenau-Museum.
Am 9. Februar um 20 Uhr gibt es ein Konzert im Paul-Gustavus-Haus. Yunus ist live in Konzert und das Paul-Gustavus-Haus beschreibt die Band wie folgt. Ein türkischer Name, deutsche Texte, drückende Hip-Hop-Beats und eine Bratsche. Seien Sie gespannt, 20 Uhr am 9. Februar im Paul-Gustavus-Haus. Und das Paul-Gustavus-Haus ist für uns Schauspieler oder Leute vom Theater, ich bin ja keine Schauspielerin, eigentlich immer ein ganz toller Ort. Du bist da auch oft, Johannes, oder? Ich bin da auch öfter. Also ja, da treffen sich die ganzen coolen Leute im Prinzip. Ich mag es da gern. Ist auch immer mal was los. Sonntags gibt Kaffeeklatsch. Warst du auch schon mal beim Konzert im Paul-Gustavus-Haus? Ja, war ich auch. Nicht so oft, aber das gibt es natürlich auch öfter. Also sehen wir uns vielleicht zu Yunus. Die klingen ganz cool. Die haben auch ein ganz tolles Plakat, habe ich gesehen. Ach so. Ja. Aber gehen wir erstmal weiter. Am 10. Februar gibt es eine Themenführung im Residenzschloss. Alexander Vogel führt durch die Ausstellung 100 Jahre Altenburger Kunsthütte, eine besondere Ausstellung im Residenzschloss. Am 10. Februar um 14 Uhr kann man diese Themenausstellung sehen. Und ebenfalls am Sonntag, den 10. Februar, lädt einmal wieder das Theater ein, und zwar die kleinen Kinder und Familien. Ab 5 Jahren wird dort die Werkstatt der Schmetterlinge gegeben, 16 Uhr im Theater unterm Dach. Und da präsentiert der Puppenspieler Tobias Weishaupt eine ganz besondere eigene Schöpfungsgeschichte. Johannes, und, 11. Februar. Der Montag, hier im Lindenau Museum. Gibt es einen Vortrag von der Goethe-Gesellschaft Altenburg e.V. Und ja, das wird 19 Uhr stattfinden und der Referent ist Dr. Bemhard Fischer aus Weimar. Im Lindenau-Museum ist im Februar sehr viel los und das Lindenau-Museum hat erkannt, es sind im Februar auch die Schulferien und deshalb bietet das Museum auch Ferienkurse an. Jetzt versuche ich mich nicht mehr zu verhaspeln. 2 Ferienkurse gibt es im Lindenau-Museum und zwar den einen 11. bis 12. Februar 10 bis 14 Uhr jeweils das Studio Bildende Kunst mit dem Thema Geheime Orte. Und am 13. und 14. Februar gibt es den Ferienkurs des Studio Bildende Kunst zum Thema Traumhäuser, auch jeweils 10 bis 14 Uhr mit Voranmeldung. Also entscheiden Sie sich jetzt, ob Sie Ihren Kindern in den Ferien ein bisschen Kunst und Bildung zugutekommen lassen wollen. Am 13.02., das ist ein Mittwoch, gibt es um 18 Uhr den Hütteabend. Das ist im Schlossmuseum im Bachsaal. Hier steht, erleben Sie eine Veranstaltung ganz in der Tradition der Hüttenabende der Altenburger Kunsthütte. Was auch immer das ist. Über den 14. Februar haben wir bereits gesprochen. Hier ist übrigens nicht Amor, sondern Apoll, der uns bei dieser Ankündigung begleitet. Und Apoll, du weißt es vielleicht noch nicht, aber am 14. Februar haben wir nicht nur lauter leise Lieder mit Johannes Emmerich, Nolundi Tschudi, Alexandra Sagorna und Olaf Krüger im Heizhaus. Nein, das Lindenau-Museum macht uns auch noch eine Konkurrenzveranstaltung. Das Lindenau-Museum präsentiert am 14. Februar um 18 Uhr das Programm Große Kunst und kleine Fische. Sie offerieren die Kostbarkeiten des Lindenau-Museums und die Feinkost von Dünewald, bereits ein Buffet aus den Schätzen des Meeres. Auch hier ist eine Reservierung erforderlich, auch ein sehr besonderes Valentinstagsangebot, denn ich persönlich mag Feinkost Dünewald sehr gern, auch wenn ich gar nicht so gern Fisch esse. Aber sie haben auch tolle Weine. Also 2 tolle Angebote zum 14. Februar, zum einen im Heizhaus 19:30 lauter leise Lieder und im Lindenau-Museum 18 Uhr große Kunst und kleine Fische. Geht weiter am 15.02. um 19:30 gibt es das 5. Philharmonische Konzert im Landestheater. 18:45 gibt es auch eine kleine Einführung von Frau Spörl dazu. Und es wird zu hören sein die Sinfonie Nummer 5 in Cis-Moll von Gustav Mahler und auch das Violinkonzert Nummer 1 Opus 35 vom polnischen Komponisten Karol Szymanowski. Ja, musikalisch wird das ganze Wochenende an diesem Februar-Wochenende wieder, denn am Samstag, den 16. Februar, lädt auch der Kulturhof Cosma zu einem Konzert ein. The Firebirds sind da ab 19 Uhr zu hören. Und ein weiteres Konzert am Samstag hat auch Johannes.
Ja, Third Birthday Bash. 20 Uhr in der Roten Zora in Altenburg. Weiter geht's am Sonntag, den 17. Februar, wieder hier im Lindenau-Museum. Dort findet die Lesung statt um 15 Uhr von Verlorenen Illusionen. Eine Lesereihe in Gedenken an Brigitte Reimann. Die Schauspielerin Elisa Überscher wandelt auf den Spuren Brigitte Reimanns und bereist den Osten Deutschlands. Diese Lesung ist am Sonntag, den 17. Februar um 15 Uhr hier im Lindenau-Museum zu erleben. Johannes zeigt uns schon, welche besondere Produktion im Februar mit den Proben beginnt. Clowns heißt das Stück, das wir im Februar proben. Eine internationale Koproduktion zwischen Theater und Philharmonie Thüringen und dem rumänischen Teatrul Național Marin Țurescu in Craiova. Das heißt, vier Schauspieler aus Craiova werden uns besuchen und gemeinsam mit den vier Schauspielern aus dem Team von Theater und Philharmonie Thüringen diese besondere Produktion einüben. Es hat zum Teil etwas mit Clowns zu tun im klassischen Sinne. Johannes hat schon gezeigt, dass er zu Recht in dieser Produktion mit ist, denn er kann jonglieren. Wow. Es ist nicht schlimm, dass du jetzt aufgegeben hast. Nee, ich habe nicht aufgegeben, ich wollte nur nicht so laut sein. Es ist aber auch eine Produktion, die sich von ganz unterschiedlichen Ansichtsweisen dem Thema nähert. Wir werden auch Physical Theater haben, nonverbales Theater, Pantomime, Tanz. All das kommt in dieser besonderen Produktion zusammen zu einer neuen Formsprache. Freust du dich auf dieses Projekt? Das ist eine wahrscheinlich suggestive Frage. Ja, nein, das ist ja wieder was ganz anderes als so konventionelles Theater. Und deswegen, nicht, dass ich das andere nicht mag, aber das ist, ich mag es auch, wenn natürlich Leute aus anderen Kulturen, wenn man da zusammenkommt und was gemeinsam erschafft. Ich finde das immer super. Du hast mit dem Choreografenteam Vlasova Pavlica auch schon für Kabarett zusammengearbeitet. Da haben sie die Choreografien empfunden. Wie war für dich die Zusammenarbeit mit ihnen? Schön. Das war ganz erstaunlich, was das Schauspielensemble, die ja gar keine ausgebildeten Tänzer sind, dann tänzerisch auf die Bühne gebracht haben. Und ich gehe mal davon aus, dass das bei Clowns nicht viel anders wird. Ja, wir werden wirklich erkunden, wie kann man mit Schauspielern und mit dem, was Schauspieler mitbringen und mit den Mitteln des Tanzes und des Physical Theaters neue Formsprachen entwickeln. Und eben, weil wir uns so sehr darüber freuen, dass die rumänischen Darsteller am 1. Februar nach Altenburg kommen und dort zwei Monate mit uns gemeinsam proben und arbeiten werden, möchten wir auch dem Publikum die Begegnung ermöglichen. Und das machen wir zuerst am 17. Februar, Sonntag, den 17. Februar. Da gibt es die zweite Ausgabe des Speed-Datings. Wir haben es bereits schon einmal mit anderen Schauspielern aus dem Ensemble gemacht. Und am 17. Februar dann quasi die Special Edition des Speed-Datings im Paul-Gustavus-Haus mit dem Team von Clowns. Das heißt mit den rumänischen und deutschen Schauspielern sowie dem Choreografenteam. Da laden wir alle ein, mal in diesem Kurzformat die Darsteller kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen. Und dann kann man ja immer noch nach dem Speed-Dating weiter anknüpfen an die Gespräche und was man alles in diesem Schnellformat nicht geschafft hat zu besprechen. Dann ist das erste Eis gebrochen und man kann in Ruhe beim Kaffeeklatsch im Paul-Gustavus-Haus sich weiter kennenlernen. Dazu laden wir also ein am Sonntag, den 17. Februar, ab 15 Uhr im Paul-Gustavus-Haus. Und weiter geht es mit den Kulturtipps im Überblick. Am Sonntag, den 17. Februar um 16 Uhr gibt es im Theater unterm Dach am Landestheater Altenburg irgendwie anders ab 3 Jahren zu sehen. Am Donnerstag, den 21. 14 Uhr sowohl wie auch am Freitag, den 22. um 14 Uhr gibt es ein Kaffeekränzchen im Schloss, die Veranstaltungsreihe für ältere Museumsfreunde. Ja, und das ist im Schloss im Spielkartenmuseum. Am Donnerstag, den 21. Februar um 18.30 Uhr lädt das Lindenau-Museum in Kooperation mit Theater und Philharmonie Thüringen zur Soiree zu Ödip, der Oper, die am Sonntag dann Premiere haben wird, ein. Sie können am Donnerstag, den 21. schon einen ersten Eindruck gewinnen.
Es werden Lieder gesungen aus der Oper und auch ein Talk zur Inszenierung gehalten bei freiem Eintritt am Donnerstag, den 21. Februar im Lindenau-Museum. Dann am 23.2., den Samstag, um 19.30 Uhr gibt es eine Veranstaltung, die heißt Antoinette und Holzmann Record Release Asphalt Bohème. Das steht hier, die Tour zum Debüt urbaner Chansons. Berühren mit Fingerstyle und Poppoesie. Im Paul-Gustavus-Haus. Genau, im Paul-Gustavus-Haus. Also, am Samstag, den 23. im Paul-Gustavus-Haus ein Konzert, am Sonntag, den 24. Februar im Residenzschloss eine Vortragsreihe der Volkshochschule Altenburg, Altenburger Land. Diesmal zum Thema zwischen Fürstentum und Mustergrau, das Herzogtum Sachsen-Anhalt auf dem Weg in den Freistaat Thüringen. Zu erleben 10.30 Uhr im Residenzschloss am Sonntag, den 24. Februar. Auch am 24. Februar um 15 Uhr gibt es eine Ausstellungseröffnung. Das Bauhaus, grafische Meisterwerke von Klebis Kandinsky. Und zwar wo? Hier. Hier. Hier im Lindenau-Museum. Im Zuge des diesjährigen Bauhaus-Jubiläums wird am 24. Februar die Ausstellung Das Bauhaus, grafische Meisterwerke von Klebis Kandinsky eröffnet. 24. Februar ist ein einschneidendes Erlebnis, ein einschneidender Tag in Altenburg. Nicht nur, dass diese Bauhaus-Ausstellung hier eröffnet wird, die, wie ich gehört habe, groß eröffnet wird. Ich glaube sogar, der Ministerpräsident soll kommen. Oh, okay. Nein, am 24. Februar bekommen wir auch hohen Besuch im Landestheater Altenburg. 18 Uhr hat dort die Oper Ödip Premiere. Und der rumänische Botschafter wird hier in Altenburg feiern. Er lädt ein, anlässlich der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft Rumäniens hier zu feiern. Insofern wird zu dieser Premiere der rumänische Botschafter und seine Gäste kommen, zu dieser Opernpremiere Ödip. Und mit diesem Highlight-Sonntag, der hohen Besuch sowohl im Lindenau-Museum als auch im Landestheater Altenburg erwartet, beschließen wir die Kulturtipps für den Monat Februar. Wir möchten schon einen kleinen Ausblick geben, denn auch im März haben Sie die Möglichkeit, das Team von Clowns mit den deutschen und rumänischen Darstellern kennenzulernen. Am 2. März werden wir im Paul-Gustavus unser Bergfest feiern und zur Balkanparty einladen. Aber das ist im März. Jetzt genießen Sie erstmal die gesamten Kulturhighlights im Februar in Altenburg. Wir freuen uns, Sie bei der ein oder anderen Sehenswürdigkeit wiederzusehen. Tschüss!